Meinst du, ist die Christina schon daheim? Bestimmt. Sie hat heute ja früher Schule aus. Ah ja, genau. Du, hast du schon alles hergerichtet? Nein, aber das ist so schön getan. Moment, ich komm gleich! Ricky, was nimmst du mit? Schlafsack oder Luftmatratzen? Ich hab keinen Schlafsack, aber ich nehme dafür zwei Decken. Das geht da. Schau, da kommt sie. Na endlich. Und dann bin ich wieder mit dem Ölverfahren, aber ich habe gesagt, er fährt nicht mehr. Okay. Ja, und wo gehen wir eigentlich weg? Die Zähne von mir doch. Ja, kann nicht um 10 Uhr aufzahlen. Okay. Ja, also gehen wir um 10 Uhr weg. Und wo treffen wir uns dann? Ja, ich habe gedacht, fahren heim laufen, weil wir noch viel zu mitnehmen laufen. Habt ihr schon alle Zettel von mir gekriegt, was sagst du, was mitnehmen möchtest? Ja. Du, Evelyn, hast du Thank you.
Ja, komm schon. So, die Zelte bauen wir einen Halbkreis auf. Eins da oben, eins da, eins vor dem Gebüsch und eins bauen wir da hinten die Erde auf. Da machen wir gleich, dass wir nachher noch was spülen können. Für die Feuerstelle herrichten. Ja, dass da das Großchen ausheben und nachher eine Stand haben wir, dass nichts passiert. Ja, und du findest eine Stand da. Wenn du diese Bucht, du wirst wohl eine finden. Ja. So, wie schaut's aus? Was da los? Ich glaub schon, wir brauchen einmal ausprobieren. Da passt eh genau. Ja. So kommst du wie auch an, wer nichts getan hat. Trixi, Maria. Aber du hast auch nichts getan, komm an. Da so geht's ein bisschen Holz holen. Wo denn? Ja, die Hunden werden wohl nur getrunken sein. Und die Bärchen werden nichts dran. Ja, die werden zuerst fertig das Zelt aufbauen und nachher werden sie auch gehen. Ursche, komm du auch. Ja, komm. Komm, Ursche. Geh mal. Du, Misch. Monika, gehst du die Luft mal rotzen holen? Ja. Sie die Schlafsack alle holen gehen? Ja. Im Blauen noch. Nein, warte ein bisschen. Ja, kann ich alle holen. Ja, wolltest du da eine Witze drin? Nee, nicht ein Grab, nein. So eine Witze nein, drin, das ist ja Programm, verstanden. Ja, das ist ja auch ganz groß. Ja, das ist wieder mein Witz, so bleibt. Ja. Das ist ja nicht so klar. Ja, spielt denn zusammen? Ich und du, das zieh dir deine Karten. Okay. Ja, ich kann das aber nicht, gell? Ja, das ist schon lernen. Karo. Karo, okay. Moment, da ist was. Da stört irgendein unser Radio. Ich denke, weil Lara Kassetten das aufnehmen kann. Was tut denn immer nicht drin ist? Ach, spielen wir weiter. Leise. Ego und Enfo. Rutko, Oberhändler.
Radio gestört. Nein, ich schalte das Radio wieder ein. Und was soll das heißen? Komm, das klingt schön wie italienisch. Soll ich es noch einmal vorspielen? Nein, ah, spiel mal wieder. Ja, das finde ich auch. Warte, was bin ich? Was nie ausspielen wird. Leise, so ist es her. Stecken. Die haben von uns abgeschlagen, wir hatten was zurückgekommen in sein Lager. Das ist von einem Kopf gekommen. Ja, der zu fern muss er schon sein, weil sonst hat das Spiel gar keinen Sinn. Sonst gehen wir. Und was tun wir da mal? Ja, wir kommen da mal das Holz herrichten für nach, aber es geht noch schneller. Ja. Kim, versteck mal deine. Nein, da steck ich nicht deine, da stupft viel zu viel. Aber du kannst ruhig gerne stecken, ich mach dann zu. Schnell, wir haben nicht mehr so viel Zeit. So, ich glaub, da findet ihr niemand mehr. Ich such schnell einen anderen Platz. Wo ist denn die Katrin? Ja, sie ist der Gruppe mitgegangen, die sich versteckt hat. Ja, sie ist zum Schluss zerren. Sie war mit mir unterwegs. Komm, gehen wir sie so an. Katrin! 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 So, was ist? Keine Spur von der Katrin. Du hast sie auch nicht gefunden. Was sollen wir jetzt machen? Ich weiß nicht. Na, dumm war sie ja nicht. Du hast nichts. Wir haben es gefunden. Ich hab mir angeschaut, da ist sie auch nicht. Was machen wir jetzt? Ja, wir können mal runtergehen zu den Bauern und haben angerufen, ob sie vielleicht daheim ist. Das glaube ich nicht, sie hat noch ihre ganzen Sachen gezahlt. Man kann nicht wissen, wo sie nicht daheim ist, müssen wir die schöne Marie anrufen. Hey Charlie, können wir daheim ist, die können die Jutta noch einmal sagen. Ja, aber passt auf, dass wir ihn keine nicht verlieren. Ja, kann nichts passieren. Ihre Tochter ist in unserer Hand. Sollten Sie sie lebend wiedersehen wollen, besorgen Sie bis morgen 150.000 Schilling. Weiteres folgt. Jeder Kontakt mit der Polizei kostet Ihrer Tochter das Leben. Ja, Joachim. Servus. Das ist der Mutter nicht so. Nein, es ist von der Tochter gefahren. Und ich will nochmal telefonieren bei dir. Was ist passiert? Ja, ich lasse mal erklären, aber es ist ziemlich wichtig. Ja, komm her. Hast du ein Telefon bei? Ja, das ist sehr gut. Komm schon.
Gabel. Gasmaler. Nein, die 2305. Ich hab was ganz vergessen, aber ist der Charlie. Ich wollte noch fragen, ob die Katrin vielleicht daheim ist. Wir haben ein Geländespiel gemacht und da ist sie verschwunden. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist sie heimgegangen. Ja, ist schon in Ordnung. Wie? Ja. Nein, sie ist schon daheim. Sie ist schon daheim, danke. So, geben Sie einmal alle. Sie ist los mit der Katrin. Ja, passt schon, sie ist schon daheim. Was soll ich denn haben? Ich bin angerufen bei der Frau Gasser und sie hat gesagt, war ein bisschen komisch am Telefon, aber ich sage, sie schon haben. Dann denke ich, wenn Nonna hast mitgebracht, die Ingrid, und sie wird dann singen mit uns. Super. Sind die anderen? Die sind schon schlafen gegangen. Ja, was ist denn? Du, die Katrin ist glaube ich doch im Schürzen. Aber sie ist schon gefunden, der Woche. Ja, nein, Graf, der da wäre drüben. Das ist quasi groß, wie ich die bin. Ich habe ihn daheim angerufen, ich vergaß ihn. Ja, aber das ist der Schuh. Der Schuh war ein Kreuz, du musst nicht los, dass die Kamera raus. Mach dich nicht lächerlich. Geh mal auf, ich bin nicht. Das ist der Schuh, der ist entführt worden. Wir singen mal das Miau. Super. Miau. Miau, miau, hörst du mich schreien? Miau, miau, ich will nicht freien. Folgst du mir aus den Gemächern, singen wir hoch auf den Dächern? Miau, komm, geliebte Katze, miau, reich mir deine Tatze. Es ist echt super gegangen, jetzt singen wir es gleich einmal in Kanon. Und zwar macht's ihr Gruppen, ihr und mir an. Wir fangen mal an, ihr seid die zweite in der Stunde, gell? Miau, miau, hörst du mich schreien? Miau, miau, ich will dich freien. Folgst du mir aus den Gemächern, singen wir hoch auf den Dächern. Miau, komm, geliebte Katze, miau, halt mir deine Tatze. Hey, pass auf! Was ist denn? Komm raus so schnell, ich muss dir was zeigen. Komm schnell! Was ist denn los? Was gibt's denn so Wichtiges? Leise, er wird das entdeckt. Was denn? Ich habe auf Nacht nicht einschlafen können. Da habe ich das aufgenommene Funkgespräch nochmal angehört. Ja, aber das ist ja unverständlich. Das habe ich auch gedacht. Aber dann habe ich einen Versuch gemacht. Ich habe das ganze Gespräch mitgeschrieben. Und? Da. Das verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Wie ich das mitgeschrieben habe, bin ich draufgekommen, dass jedes Wort mit O endet. Und ich habe gedacht, und ich hab mir gedacht, das hat nicht ganz so große Bedeutung so. Deswegen habe ich sie alle mal durchgestrichen. Und das ist jetzt der Schmerner Sprach. Das ist kein Italienisch oder Latein, wie wir zuerst gedacht haben, sondern eine Geheimsprache. Matol. Und jetzt bin ich durch Probieren draufgekommen, dass ich nur einen letzten Buchstab. Noch vorsetzen muss, dass das richtige Wort rauskommt. Und was heißt das jetzt? Kannst du mich? Oh, das braucht man nicht. Ich hab's da schon übersetzt. Echt, erklär. Da bin ich nervig. Kannst du mich hören? Ja, ich habe einen guten Platz gefunden. Gut, wo denn? Ein altes Haus beim Teich. Ist recht, komm jetzt zu mir. Okay, Ende.
Und was soll das heißen? Vielleicht ist die Katrin doch entführt worden. Aber der Charlie hat dir gesagt. Ja, die Eltern haben vielleicht nicht die Wahrheit gesagt. Und besten ist mir, sagen wir es jetzt zu Charlie. Gescheiter nicht, der glaubt uns das doch nicht und lacht uns nachher noch aus. Ich schlag vor, wir gehen mal zum Teich und suchen wir das alte Haus. Gut, aber wir kommen unbemerkt weg. Am besten sagen wir mal, wollen wir die Katrin besuchen, dann holen wir sie ab. Ja genau, vielleicht stimmt's auch. So, beim Teich waren wir. Aber wo ist jetzt das alte Haus? Schau, da ganz drüben ist eins. Das könnte sein. Ja, vielleicht. Gehen wir mal schauen. Du hast recht, aber wir müssen vorsichtig sein. Und was ist, wenn die Gauner noch da drin sind? Ja, dürfen wir nicht alle reingehen. Gut, ich bleib da und versteck mich da hinten drin. Kommst du aber leise. Was mache ich jetzt? Müssen die Fratzen gerade jetzt auftauchen? Ja. Jetzt gehen sie da her. Ich leg gar nicht erst da. Na, die Schuhe hätte man auch nicht mitnehmen brauchen. Da ist so gesperrt, habe ich mir eingedacht. Schauen wir mal, wo das Haus noch ist. Genau. Da hinten haben wir einen Stand, der gesehen, vielleicht ist der offen. Gehen wir mal schauen, vielleicht ist der offen. Ja. Da drin ist nichts, das ist alles leer. Gehen wir mal hinten rum, vielleicht ist die hinter dir offen. Ja, kommst, gehen wir. Gehen wir. Schaut, das Ofen kann man reingehen. Ja, aber leise. Au! Da hat das Wein gesperrt. Was sollen wir jetzt machen? Schäfer, ist die Katrin Lufo da? Kann sein, suchen Sie einmal. Schäfer! Hey, da ist was. Schaut, die Katrin! Schäfer! Oh, schnell! Nein, der Knochen wird nicht spannend. Wo bin ich denn? Ja, nach hinten, du bist entführt worden. Ja, das weiß ich eh. Wir sind nicht durch Zufall raufgekommen, wo das sein könnte. Weil wenn wir die Suche haben, haben wir eine Schuhe gefunden. Was hast du? Ja, danke. Und jetzt schauen wir, dass wir wegkommen, weil sonst da kommt der gar wieder zurück. Der, was mich mehr bewacht hat, schnell. Schon Sport, der hat es schon gesehen. Wenn wir reingegangen sind, wir, hat da alles eingesperrt. Schauen wir, vielleicht finden wir einen anderen Ausweg. Okay. Dann machen wir schnell. Gut, gehen wir. Komm, Katrin. Ja. Was bitte kommen? Geh auf mit dem Quatsch, red normal. Du, ganz was Wichtiges ist passiert. Was denn? Du, man hat uns entdeckt. Wer? Du, ein paar Kinder sind oben aufgetaucht. Ich hab nicht genau geschaut. Ja, was hast du gemacht mit ihnen? Du, ich hab sie oben fest eingesperrt. Ja, können sie aber nicht raus. Na, du, ich hab die Tiere ganz fest verriegelt. Ich hab rundum dumm geschaut, ist alles zu. Du, pass ich auch auf. Ich dürfen auf keiner von raus. Was heißt, das ist ein Plan für dich? Ja, das ist klar, aber was soll ich jetzt weitermachen? Ich weiß nicht mehr aus, noch heim hörst. Ist in Ordnung, Ende. Ach, das ist echt lieb, dass wir keinen Ausweg gefunden haben. Ach, schau, ist so alles zu. Der bewacht uns bestimmt da raus. Und die anderen wissen wirklich nicht, wo wir mehr sind.
Nein, die Ola nicht da, weil die Jutta, die ist draußen. Die weiß, dass wir in Semmel wartet. Na, hoffentlich trifft sie da gar nicht. Ja, und hoffentlich geht sie zur Polizei. Dann können wir eh noch mal abwarten. Was tun wir da? Ja, ich muss auf die Wegknopf. Ja, endlich bist du da. Wie schaut's denn aus? Du musst unbedingt aufpassen, dass ja keins von den Kindern kommt. Ja, aber die Eltern werden die Kinder sicher suchen. Ja, deswegen muss die Geldübergabe unbedingt noch heute stattfinden. Und hast du schon einen Plan? Ja, die Eltern werden das Geld ins Wasser hauen und die ziehst du dann raus. Und dabei kann ich genau schauen, ob die Polizei kommt oder nicht. Ja, und wenn irgendwas schief läuft? Dann müssen die Kinder daran glauben. Hoffen wir's nicht. Ich werde fest aufpassen, dass die Kinder nicht aus den Augen lassen, gell? Aber hast du übrigens schon die Eltern angerufen? Ja, wir brauchen nur noch warten. Aha. Willst du deine mittragen? Ja. Brauche ich eine jetzt. Aber ich weiß nicht, was ist denn das? Das geht nicht, der schaut immer wieder beim Fenster rein. Der merkt sofort, wenn wir weg sind. Ich habe eine Idee, ich habe einen Bodenzug an. Für was denn ein Bodenzug? Genau, wir können uns die Kleider ausstopfen. Ja, aber schnell. Monika, zieh mir die Hosen aus, jetzt stopft aber der Jacke noch. Selbst leise, dass die Gangsters nicht hören, ich bin schnell zum Bruch. Hey, warte, soll ich nicht schnell zum Telefon laufen? Ja, tu schnell. Ja. Schaut, so schmeißt es rein. Schnell. Warte, hol's raus. Pass auf, kommt schon. Das schnell. Stopp! Was ist denn Haufenwald? Super, was? Was machen wir jetzt? Holen wir Gras, tun wir sein und dann schmeißen wir's in den Bach. Genau. Ja, schnell. Ja, ich schmeiß es jetzt in den Bach. Monika Krasnitzer, wir sind entführt worden. Ja, zum alten Haus beim Teich. Nein, das stimmt wirklich. Komm mal schnell. Wo, da sind zwei Entführer dort. Die haben jemanden erpresst. Nein, das ist jetzt zu kompliziert zu erklären. Komm mal schnell zum Haus. Ja, du, ist alles dort gegangen? Was war denn los? Alles hat hingehauen, da ist das Geld. Ja, na, zähl mal geschwind, mach auf. Sind die Kinder noch drinnen? Die Kinder schlafen, die Befehl ist verriegelt, eng gesperrt. Gut, gut. Auf. Jetzt wird gezählt.
Bitte, sag einmal, was ist denn das? Mann, ich hab mir so gekriegt, Kerst. Aber jetzt wirst du es ja auch glauben, jetzt. Aber jetzt wirklich, Kerst. Jetzt geht's den Kindern ans Messer. Jetzt geht's an den Kragen. Niemanden geht's an den Kragen. Euch geht's an den Kragen. Hände hoch, Polizei, keine Bewegung. Aufstehen. Mal, ich bin nervig, ob ich was in der Zeitung steht. So wie ein Vortrag, wenn er dort bestehen. Da steht gleich was von uns auf der Seite 1. Entführung endete erfolglos. Kinder waren im Flüger. Gleich auf der Seite 3. Schaut, da steht auch was. 5 Kinder stellten hier Presse. Das ist ein Foto. Genau, das ist ein Foto von mir. Lies doch mal vor, auf Seite 7. Conny, liest du? Der Versuch, die 14-jährige Katrin Gasser zu entführen, bleibt erfolglos. Die Gauner hat nicht mit der Geistesgegenwart ihrer Freunde gerechnet. Super, wir sind in meiner Zeitung. War eben.